Bin einfach mal ein bisschen übervorsichtig, ne? So. Das sind schon 5 Leben. 5 Menschen, die Walter Sonnenlicht sehen. Aber haben sie sie gerettet, weil es richtig war? Oder weil sie versuchen, Trish zu schützen? Weil meine Mission das verlangt. Deswegen. Ich brauche Strom. Ich brauche mehr Strom. Ich brauche noch mehr Strom. Weg von dem Schützenpenner. Nur Kacke. So, gleich mal liegen bleiben. Jetzt hat er schon wieder sich ans Geschütz gesetzt. Ich könnte kotzen. So, jetzt ist vorbei mit dem ollen Geschütz hier. Irgendwann ist ja mal gut, ne? Ihr denkt auch, ihr werdet witzig. Die Gasmaskenträger, ihr. So. Der Zünder der nächsten Bombe ist aktiv. Mitten auf dem Friedhof. Gute Idee. Unglaublich, was man alles vergisst. Den Geruch von jemandem. Den Glanz seiner Augen, wenn er glücklich ist. Das ist es, was zählt, Cole. Es sind so viele. Ich habe keine Stromquelle hier. Doch da. So, und nö? Irgendwo ist ja noch einer. Sehe ihn nicht. Au. Wir sind auf der anderen Seite. Zuhauf. Oh Leute. Geht doch mal jemand an auf den Sack. Ja, hängt da wieder irgendwo ab. Ist ja wieder ein Traum. Kannst du mal... Oh. So viele Bäume. So viel Zeug. Ist doch wahr. Du darfst sterben. Danke. Wow, mich selbst eliminiert. Ich weiß nicht wie, aber... Ja, nee. 15 Sekunden, Tick-Tack. Jetzt kommt es darauf an. Ihre letzte Prüfung. An einem Dach hängt Trish, die Liebe ihres Lebens. Am anderen 6 Ärzte. All das Gute, das sie noch tun könnten. All die Leben, die sie retten könnten. Was ist wichtiger, Cole? Das Leben eines Menschen oder das von vielen? An jeder Plattform sind Bomben. Sie können nur eine Partei retten, nicht beide. Ihre Wahl. Ja.
Ich habe meine Wahl getroffen. Ich hoffe, es ist das Böse. Schade, dass es keinen anderen Weg gab, dass Trish nicht hätte sterben müssen. Sie ist so eine tolle Frau. Aber in Kriegs- und Krisen. Ach, das ist das falsche Gebäude. Müssen wir die Gefühle vergessen und tun, was der Allgemeinheit nützt, nicht den Einzelnen. Ich dachte, das wäre das Gebäude, wo Trish dranhängt. Ich bin enttäuscht, Cole. Sehr enttäuscht. Ich bin auch so vieles. Ich hatte mehr erwartet, dass sie ihre Selbstsucht überwinden und das große Ganze erkennen. Eine böse Tat. Yay. Trish! Offenbar lag ich falsch. Holen Sie mich hier raus! Es war wie in Zeitlupe, als Trish fiel. All meine Kräfte. Und ich konnte nichts tun. Eine Sekunde lang wurde sie lebendig. Gerade lang genug, um mir zu sagen, wie sie sich für mich schämt, dass Gott mir Kräfte geschenkt hat und ich sie missbrauche, andere verletze und nur an mich selbst denke. Ich habe sie im Park neben den anderen Opfern seit der Explosion begraben. Kessler wird dafür bezahlen. Ich werde diesen kranken Bastard finden und ihn töten. Auch wenn das das Letzte ist, was ich tue. Dam, dam, da. Fun Fact. Wenn man die sechs Erste oder sowas retten will, dann ist Twitch natürlich halt auf dem einzelnen Turm. Na, also sie stirbt so oder so. Ich weiß, was Kessler ihnen angetan hat. Dieser Teufel. Solange dieser Irre frei rumläuft, ist unser aller Leben in Gefahr. 75 Sekunden. Wo zum Teufel waren Sie? Hätten Sie mir geholfen, wäre Trish noch am Leben. Ich konnte nichts tun. Als Kessler sie hatte, war ihr Schicksal besiegelt. 51 Sekunden. Ersparen Sie mir den Scheiß. Sie wollten bloß nichts riskieren. Um ein Leben zu retten? Ganz sicher nicht. Aber ich helfe Ihnen bei Ihrer Rache. Das Stromnetz auf der Südhälfte der Insel wurde nie erneuert und nutzt noch immer die alten Außenverteilerstationen. Schalten Sie alle drei ein, dann hat der Rest der Insel wieder Strom. 15 Sekunden. Und ich selbst bekomme auch wieder neue Energie. Genau. Im Untertitel stand was anderes, aber hey. So. Ja, ich glaube, die Verteilerstation, die machen wir nochmal ganz kurz. Bevor ich dann jetzt hier irgendwie nochmal rübergehen würde und halt hier nochmal gucken will, was ich denn da so vielleicht noch finden könnte. Auf eigene Faust. Das heißt, ja, einfach dem blauen Pfeil folgen hier. Wird schon. Da haben wir auch alle Stadtteile unter Strom gesetzt. Das heißt, wir haben alles an Fähigkeiten gekriegt, die wir dann kriegen könnten. Und ich weiß schon, was mich erwartet. Eine formidable Fähigkeit, die ich grundsätzlich eigentlich ganz gerne nutze. Wenn es verschieden, wenn ich wäre und ich nicht die ganze Zeit geschossen worden würden, wollen würde. Guten Deutsch. Ja, Kacke. Noch so ein Ding. Ich die hasse, ne? Furchtbar. Einfach furchtbar. So. Einmal wieder ab durch die Gülle. So. So, da ist schon das Ding, wo wir eine Fähigkeit kriegen. Und ja, wir entfesseln einen Gewittersturm. Grundsätzlich nicht verkehrt.
Sowas mache ich doch gern. Jetzt macht endlich unser Stromzeug endlich mal Sinn und Spaß. Wenn ich nicht hier baden gehen würde. Hui. Achso, ja gut, das geht hier unten nicht. Schätze, damit es klappt, muss ich wohl ins Freie. Ja. Diese Annahme ist absolut korrekt. So. Ich hätte mich auch gewundert, wenn ich jetzt hier unterirdisch irgendwie, ne, das Gewitter herbeibeschwören könnte. Kacke. Doppelkacke. Dreifachkacke. Muss hier raus. So. Ich muss auch in die andere Richtung. Fliegt! So. Okay. Das war jetzt so abartig. Ich glaube, in Teil 2 war das dann so eine Art Tornado oder sowas, die man da fesseln kann. Das war halt auch schon ein bisschen her und ich weiß es halt auch schon gar nicht mehr. Wie so vieles. Einfach kann es gehen. Ja, ihr Mistkerle. Hey, noch mehr davon, noch mehr davon. Blitzgewitter mit einem Wireless-Controller lenken, während ihr es über den Boden zieht. Ja, gute Idee. Hm, ja, hm. Das bekomme ich auch immer so gut hin und so. Cole, wir müssen reden. Ich weiß, was John Ihnen erzählt hat. Woher? Ich habe Ihnen nichts zu sagen, Moira. Sie haben mich von Anfang an belogen. Ich hatte keine andere Wahl. Ich musste sympathisch wirken, damit Sie mir helfen. Die Strahlenkugel darf nicht in falsche Hände gelangen. Und was hatten Sie wirklich vor? Ich finde John und die Kugel und Sie nehmen beides und sägen mich ab. Ich hätte getan, was ich konnte, um Sie da rauszuholen. Adieu, Moira. Da hat er ihr aber, ne? Und so. Leck mich, Leute. Ich muss zur Verteilerstation. So, irgendwo hier. Das war Nummer 1. Diese Verteiler sind so alt, die kommen nur stückchenweise wieder in Gang. Ja, klasse. Sie müssen jeden davon schützen, bis er hochfährt. So, erstmal das Ding weg. Jede von denen muss ich so beschützen. Na, Halleluja. Ja, kommt nur. Ich hab genug Gewitter für euch alle. Auch mehr Zeit, er läuft noch nicht. Gewitter macht Spaß. Yeah, Brutzeltime! Einfach mal kurz Bratwürstchen reinhalten, ne? Schon hast du auch Grillfleisch. Gar kein Problem. Da kommen aber viele an. Fast wieder in Gang. Fast macht immer noch einen großen Unterschied.
Okay. Aber es gibt auch gute Erfahrungspunkte, muss man ja doch sagen. Und jetzt kommen da hinten noch welche. Jede Menge viele. Und einmal quer durch die Tankstelle bitte, weil ich es kann. Oder auch nicht. Immer muss man hier alles selbst in die Luft jagen. Was weiß ich? Ist das wirklich wichtig? Sie ist bei einer anderen Agency und wusste, dass ich undercover bin. Das heißt, die NSA hat einen Maulwurf, der unsere Agenten verrät. Unser gesamter Sicherheitsapparat ist in Gefahr. 29 Sekunden. Hören Sie, das ist mir echt egal. Nicht mein Problem, wenn Ihre Deckung auffliegt. Das stimmt wohl. Uiuiuiuiuiui. Viele, viele bunte Feinde. Steh